Ich habe 5 Monate Iboga eingenommen, konsumiert und möchte heute darüber berichten, was es mit mir gemacht hat. Iboga ist eine psychoaktive Substanz. Es ist eine Wurzelrinde aus Afrika, komplett natürlich, da ist sonst nichts drin. Und ich habe das in einer minimalen Dosierung eingenommen, also Microdosing, fast täglich. Also in den 5 Monaten habe ich es nicht durchgehend eingenommen. Es gab 3 Wochen, da habe ich es durchgehend eingenommen und dann gab es wieder mal eine Woche, wo ich es vergessen habe und dann wieder genommen. Trotz allem habe ich ganz viele Effekte bemerkt, die alle positiv sind. Was ich bemerkt habe, sind meine Träume sind klarer. Ich habe von Natur aus, nicht von Natur aus, ich bin damit aufgewachsen. An meiner Familie ist es normal, dass wir luzide Träume haben, dass wir Klarträume haben. Also es war schon immer. Und ich habe das Gefühl, durch das Iboga sind die Träume noch klarer geworden, als hätte ich nicht 4K, als hätte ich 100K. Also die Farben, diese Klarheit realer als die Realität hier. Also wäre die Realität hier ganz schlechte Qualität. Und das, was ich da erlebt habe, ist eine ganz andere Qualität gewesen. Und die Träume waren nicht irgendwelche Träume. Es war ganz viel aus der Vergangenheit, Dinge, die für mich noch zu verarbeiten sind. Fand ich sehr spannend. Dinge, die ich vergessen habe. Es kamen auch manchmal Situationen im Alltag hoch. Ich saß da, habe irgendwie was getan und dann kam plötzlich eine Erinnerung hoch. Gerade dann, wenn ich nicht zu viel Stress hatte, kam Erinnerung hoch, die für mich noch zu verarbeiten sind, was ich so spannend finde, unglaublich. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mich leichter gefühlt habe, glücklicher, zufrieden, nicht zufrieden. Eine Freude. Und also mein Mann nimmt das parallel auch mit mir ein. Und er hat das Gleiche berichtet, dass er eine gewisse Freude hat, eine Leichtigkeit. Und also wir haben uns dann beide auch, ne, unabhängig voneinander, ich unterwegs, er unterwegs, selbst gefragt, auf was freue ich mich denn? Vielleicht kennst du das, wenn du so eine Freude in dir spürst, ist es oft eine Vorfreude auf irgendetwas. Aber da war nichts, an dem Tag war nichts. Und ich habe dann einfach nur eine Freude gespürt, eine Leichtigkeit gespürt. Und ich denke, dass das das Iboga war. Ich habe ja nichts anderes eingenommen. Iboga ist eine afrikanische Wurzel. Da gibt es ein Volk, das das übrigens benutzt, gerade bei Pubertierenden, die ins Erwachsenenalter eintreten, um vergangene Blockaden in der Vergangenheit auch zu lassen, um das für sich zu heilen und unbelastet ins Erwachsenenalter reinzugehen. Was ich super spannend finde, wäre sehr schön, wenn es sowas auch bei uns hier im Westen geben würde, für unsere Kinder. So, in schamanischen Ritualen vom Viti-Stamm wird es eingesetzt in Afrika. Und wenn wir die Mikrodosis jetzt hier nehmen, ist es 1% von der rituellen Dosis, die Sie nehmen. Also so eine ganz starke Dosis würde ich sowieso nie nehmen, weil es kann ich dann so tief in deine Wunden reinsetzen. Weil jetzt gerade spüre ich ja keine Nachteile. Es tut mir nicht weh. Es kommen ganz leichte Erinnerungen hoch und sie verarbeiten sich auch von allein. Ich muss da jetzt auch nicht viel, viel machen. Ich meine, ich bin in dem Thema sowieso schon so ein bisschen drin und weiß, wenn dann ein Gefühl kommt, dann bleibe ich mit dem Gefühl und so weiter und so fort. Es hat halt, was ich bis jetzt sehe, nach 5 Monaten keine Nachteile. Ich werde es jetzt auch nicht 10 Jahre nehmen. Ich werde es wahrscheinlich noch 1, 2 Monate weiternehmen, Pause machen und dann mir vielleicht nochmal holen. Es ist halt vom Preis her auch nicht ganz günstig. Ich glaube, wie viel habe ich bezahlt für 12 Gramm? Waren es 80 Euro? Das waren Tabletten. Das waren Tabletten, das waren Kapseln. Und das Pulver, da ist dann natürlich viel mehr drin an Gramm und ist aber günstiger. Ich glaube, das kostet dann 60 oder 70 Euro. Und dann hast du wahrscheinlich das Doppelte drin an Menge. Deswegen. Also das Pulver ist halt ziemlich bitter, wenn man das einnimmt. Das verrührt man im Wasser. Eine Messerspitze, eine Teelöffelspitze. Ich nehme manchmal ein bisschen mehr. Da muss man halt auch immer gucken. Jeder ist anders. Man kann sich da durchtesten. Auf niemals einen ganzen Esslöffel nehmen. Natürlich so einen kleinen Teelöffel und so ein bisschen damit ein bisschen anfangen. Und dann kann man schauen, wie komme ich damit klar. Was habe ich mir hier für Notizen gemacht? Du spürst kaum einen Effekt am Anfang, also wirklich kaum. Der kommt sehr weich, der kommt sehr, wenn wir bewusst sind und achtsam, du musst noch nicht mal viel bewusst und achtsam sein. Die Sachen kommen hoch. Es kommen Sachen hoch, die du so nicht kennst. Neue Erkenntnisse steigen auf. Reaktionsmuster, Gewohnheiten werden transparenter und verändern sich. Das heißt, wenn ich schlechte Gewohnheiten habe, ist es einfacher, von diesen schlechten Gewohnheiten wegzukommen. Eine schlechte Gewohnheit ist bei mir, dass bei mir jetzt, seit die Kinder etwas älter sind, der ganze Tag mein PC an ist und ich immer mal wieder zwischendurch arbeite. Früher habe ich es immer nur gemacht, wenn sie im Kindergarten sind oder wenn sie Mittagsschläfchen gemacht haben. Und sobald sie von der Schule kamen, war ich nur mit den Kindern beschäftigt. Ich mache das jetzt seit ein paar Jahren so, weil ich denke, die sind ja schon groß, dass der PC den ganzen Tag offen ist, ne, bis wir schlafen gehen. Also bis der Letzte im Bett ist, dann fahre ich den runter und ich bin immer zwischendurch am PC und mache irgendwas. Jetzt, seit ich das nehme, habe ich immer so einen Drang,
mir so einen Feierabend, also 20 Uhr runterfahren, 19 Uhr runter, das war früher nicht möglich. Bis Mitternacht war das an und habe dann noch E-Mails und so beantwortet. Das ist ja auch eine schlechte Gewohnheit, das ist eine Arbeitssucht. Es ist eine Arbeitssucht, die noch tief drin ist. Und ich merke, dass etwas in mir mich dazu zwingt, jetzt runterfahren. Erledige das, runterfahren und morgen geht's weiter. Und das führe ich auch auf das Iboga zurück. Iboga soll mit den Rezeptoren im Gehirn interagieren, ne, mit dem Unterbewusstsein und auch mit dem Herzen. Das Unterbewusstsein setzt die Prioritäten und gibt die Themenbereiche frei für die Bearbeitung mit Iboga. Und nochmal, wenn man das absetzt, ich hatte das ja eine Zeit lang dann wieder nicht genommen, heißt das nicht, dass man wieder zurückfällt und es einem richtig schlecht geht. Null, davon habe ich nichts gemerkt. Keine Nachteile. Es gibt wohl, ich weiß jetzt nicht mehr, wo das war, könnt ihr auch recherchieren, Krankenhäuser, die mit Süchtigen arbeiten, die mit schwer Drogensüchtigen arbeiten, dass sie davon wegkommen, die bekommen Iboga. Natürlich gibt es auch hier wieder negative Berichte, zwar jetzt nicht von Anwendern, ich habe keinen gefunden, keinen negativen, sondern muss gucken, wer diese Posts schreibt, das wurde auch verboten in einigen Ländern. Also in Deutschland, in Österreich ist es nicht verboten. In der Schweiz, soweit ich weiß, ist es nicht legal. Hier ist es legal in Deutschland. Man kann es bestellen, alles gut, man kann es einnehmen. So, für was ist es jetzt gut? Es soll gut sein bei Depressionen. Dann soll einem helfen, leichter da rauszukommen, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann. Es sorgt für klare Träume und das kann ich zu 100% bestätigen. Bevor ich es mir geholt hatte, habe ich mir noch ein Video angeguckt, wo dann jemand erzählt hat, klare Träume. Ich so, naja, habe ich auch sowieso. Als ich es genommen habe, Hammer. Motivation, es soll helfen, rauszukommen aus das ist das Wort, Prokrastination, wenn man immer Dinge vor sich schiebt. Auch da hilft es, dass du in die Umsetzung kommst. Erkennen von Mustern, also tiefe Selbsterkenntnis, was ich auch vollkommen bestätigen kann. Man bekommt mehr Mut, Konflikte zu klären in Beziehungen, weil du tiefer reinschauen kannst in dir, warum was so ist. Durchbrüche in langsamen oder zähen Therapieprozessen, also wenn du schon länger Coachings nimmst und es tut sich nicht viel, kann das anscheinend helfen. Es beschleunigt auch die Integration und die Umsetzung von Coaching-Prozessen. Dann hilft es bei Süchten. Ne? Also hilft es, das darf ich gar nicht sagen. Es soll bei Süchten helfen, wie gesagt, bei schweren, bei Drogen, bei Nikotin, Essen, alle Süchte, die wir so hier im Alltag haben. Ja, Süchte mit Handy ist ja auch eine Sucht. Sucht nach, wie heißt es, Shoppen. Das sind ja alles Süchte, weil wir Emotionen unterdrücken und nicht fühlen wollen. Ja, da bin ich auch so ein Kandidat. Lieber gerne viel, 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 viel und hart arbeiten, als dann in dieses Gefühl zu gehen, ich bin es gar nicht wert. Ist nicht so schön. Dann lieber hart arbeiten. Und daran arbeite ich immer und immer wieder. Tiefe Einsicht ins Unterbewusstsein, spirituelles Öffnen, Lösen von negativen Denkmustern, Erkennen von neuen Lösungswegen und emotionale Befreiung wird beschrieben, dass das helfen soll. Es soll lebenslange Stressthemen und festgefahrene schlechte Gewohnheiten ohne therapeutische Begleitung auflösen können. Ich habe mir jetzt noch die Notiz gemacht, es schaltet nicht einfach die Sucht ab, sondern unterstützt das Bewusstsein, in einen Prozess zu gehen, in dem die Süchte in der Tiefe losgelassen werden können. Bei manchen geht es von alleine, bei anderen braucht es Zeit, weil man auch ein bisschen auch Zeit braucht für, also Raum, Zeit, um seine Gefühle und Gedanken wahrzunehmen. Ja, ich merke das, wenn ich ganz viel zu tun habe im Alltag, dass ich nicht ganz viel so bemerke. Wenn ich dann abends im Bett sitze und kurz zur Ruhe komme und mir ein paar Notizen mache, dann sprudelt es aus mir heraus. Dann merke ich, boah, krass, hätte ich ein bisschen mehr Raum für mich alleine, Zeit für mich alleine, würde wahrscheinlich viel, viel mehr herauskommen. Also dieses ein bisschen Spazieren im Wald und so weiter, würde viel helfen, sich mit sich selbst einfach nur Zeit zu nehmen, dass einem mehr klar wird, was geht denn da für ein Prozess gerade in mir vor. So, hört die Veränderung auf, wenn wir Iboga absetzen? Nein, es ist kein An-Ausschalter, sondern jetzt, das habe ich dann gelesen aus dem Internet, sondern vergleichbar mit Ayahuasca, das bekannt ist, Prozesse einzuleiten, wo Ergebnisse dauerhaft verankert bleiben. Du veränderst dich dank der Substanz einfach schneller. Es kann möglich sein, natürlich, wie immer bei allen Dingen, in alte Muster und Gefühle zu verfallen. Erfahrungsberichte zeigen aber, dass permanente Veränderung möglich ist. Wann merke ich was? Also bei mir waren es ja nach 2, 3 Tagen und im Internet stand dann auch, hatte ich eben noch recherchiert, bevor ich das Video jetzt hier begonnen habe, da Microdosing spürt man nach 2 bis 3 Tagen ganz sanfte Veränderungen.
Also am besten täglich einnehmen, um diesen Spiegel, diesen Ibogainspiegel im Körper aufzubauen. Und was ich bei mir merke, wenn ich es regelmäßig einnehme, die Träume sind der Hammer. Also ich habe das Gefühl, ich kann es euch nicht erklären. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Die Träume sind der Hammer, klar, deutlich, real. Und wenn ich es wieder nicht mehr so regelmäßig einnehme, sind die Träume nicht mehr so klar wie mit der starken Substanz halt. Die ist gar nicht so stark. Wie lange sollte man das nehmen? Im Internet stand erst 3 Wochen. Ja, man kann es 3 Wochen nehmen. Ich habe es ja jetzt schon seit ein bisschen länger. Also es ist nicht für herzkranke Menschen, nicht für psychisch sehr labile Menschen, nicht für Menschen mit akuten Psychosen oder Menschen, die sehr starke und viele Medikamente nehmen, weil man weiß halt nicht, ob das irgendwie miteinander reagiert. Und auch nicht, wenn man schwanger ist, schwere Leber- oder Nierenschäden hat, auch nicht und auch nicht für Kinder. Diese Stämme in Afrika benutzen es nicht für kleine Kinder, sondern wirklich Pubertät, wenn sie ins Erwachsenealter gehen. Deswegen würde ich sowieso sowas nie, nie, nie für Kinder benutzen. Nur wenn ich das benutze, heißt das nicht, dass meine Kinder das auch benutzen müssen. Was ich spannend fand, dass in meinen Träumen viele Dinge nochmal hochkamen, die ich für mich auflösen kann. Auch mit meinen Eltern kamen viele Dinge hoch. Ich muss jetzt nicht über mein ganzes Privatleben erzählen, aber ich habe auf jeden Fall Effekte gespürt. Ich werde euch unten einen Link reinsetzen. Es ist keine Erwerbung, es ist keine Zusammenarbeit oder sowas. Ich werde euch einfach einen Link unten setzen. Ich werde sie nochmal anschreiben, bevor ich dieses Video freischalte und fragen, ob ich für euch Prozente bekomme. Wenn ich für euch Prozente bekomme, bestelle ich es mir auch nochmal mit den Prozenten. Ansonsten unten ist der Link. Wenn du auch Erfahrung hast mit Iboga, schreib mir das gerne unten rein. Ich bin sehr, sehr gespannt auf euer Feedback. Ich wünsche euch allen einen wundervollen Tag und bis bald zu einem der nächsten Videos.